Tatsächlich. Ah, wir sind live. Wir sind Wir sind aber live. unscharf, weil das Ding da unscharf ist. Das weiß ich nicht, ob es an dem Ding liegt. Dem. Du bist jetzt ein bisschen unscharf, das stimmt. Soll ich mal drüber wischen? Ja, ansonsten können wir mal einfach sagen, hallo, hallo. Es wird nicht besser, aber es liegt vielleicht auch an dem Übertragen heute. Ja, dann sagen wir doch einfach mal Hallo, hallo. Du hast ja schon angefangen. Möchtest du das Hallo weiter fortführen? Nein, 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 du nein. kannst mal mehr sprechen. Ich darf heute mal mehr sprechen. Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast und schön, dass du unserem Live-Video, unserem Live-Nerds-Talk beiwohnst. Ich hoffe, ihr könnt mich und auch Regina gut verstehen. Du, ihr, Du. du. Übrigens kannst du deine Brille runternehmen, weil es spiegelt voll im Platz. Ich weiß, aber dann sehe ich dich so blöd zu schlecht. Du musst es auch nicht sehen, Nein? sie müssen dich sehen. Okay. So, das ist total Jetzt sieht er störend. mich, jetzt siehst du mich mal ohne Brille. So sehe ich ohne Brille aus. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu ungewohnt. Genau. Das ist mal so ein Live-Nerd-Talk. Habe ich es richtig gesagt? Talk? Schon, Ja. oder? Genau. Ja, ein Talk. Mal wieder nebeneinander, dann kann es keine Zoom-Komplikationen geben. Genau. Und wir haben gesagt, wir sprechen über das Glück im Unglück. Das haben wir gesagt, ja. Genau. Im Grunde genommen kann man mit unserer Geschichte auch vom Glück, nee, vom Unglück im Glück sprechen. Vom Unglück im Glück? Ja, eigentlich schon. Wieso denn vom Unglück im Glück? Das verstehe ich Weil jetzt ich nicht. dich seit 19 Jahren kenne. Ja. Und damals gab es noch nicht die Erfahrung von Narzissmus in meinem Leben. Ja, das war auch Glück. Ja, also nicht so bewusst zumindest. Und genau, ich will sie auch schon öfter gefragt worden sind, wieso, wenn wir uns seit 19 Jahren nicht kennen, schon nicht schon seit 19 Jahren zusammen sind, dann könnten wir, hätten wir geheiratet, in 6 Jahren silberne Hochzeit feiern. Das stimmt, aber wir können ja auch in 6 Jahren, glücklicherweise, weil wir uns ja schon seit 19 Jahren kennen, auch eine 25-jährige Freundschaft feiern. Das ist ja quasi wie Silberhochzeit. Also Nee, ich das kann das geht auch als nicht. Unglück sehen, aber ich kann das ja auch als Glück sehen. Wiederum, aber was wäre denn gewesen, wenn wir vor 19 Jahren zusammengekommen wären? Wäre es dann glücklich verlaufen oder unglücklich verlaufen? Auf alle Fälle gäbe es dieses, unsere T-Shirts, auf alle Fälle gäbe es dann wahrscheinlich nicht, naht mich Das hier, nicht. genau. Na, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering tatsächlich, denn sonst wärst du ja nicht in deiner Beziehung gelandet, aus der du jetzt rausgekommen bist, glücklicherweise. Sind ja auch mehrere gewesen, von daher. Beziehungen, oder? Beziehungen. Es waren, glaube ich, schon, also bis dann endlich nach 19 Jahren, die ich dich kenne, dann du geworden bist, waren summa summarum sicher 3 Beziehungen mit Männern, wo ich sagen würde, die waren massivst narzisstisch. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich hatte, glaube ich, hatte ich, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich eine Weib, ob ich Doch, eine eine hattest Beziehung du. hatte. Du hattest eine. Noch eine hatte ich, stimmt. Eine hattest du Genau, gerade, eine hatte ja. ich. Ja, eine hatte ich, Also ja. ich glaube, jeder bekommt mal so eine. Ich glaube, es ist jetzt auch sehr, sehr schwierig, wenn man, es sei denn, man nimmt seine Sandkastenfreundin. Also ich weiß nicht, wenn man seinen Sandkastenfreund nimmt, vielleicht hat man das Glück, dass man dann nicht irgendwie mit Narzissmus zu tun hat. Dann sollte man aber, glaube ich, auch auf eine einsame Insel gehen. Ganz einsam. Mit ganz viel Grün drumherum, damit man auch keinen anderen Menschen begegnet. Also ich glaube tatsächlich, es ist mega schwierig, momentan keinem Menschen zu begegnen, der nicht irgendwie eine Persönlichkeitsstörung hat. Muss ja nicht Narzissmus sein, aber irgend sowas ist dabei. Das heißt, man hat also permanent Unglück im Glück. Also wenn ich ein glückliches Leben führe, aber auf Narzissten oder Menschen stoße, die eine Persönlichkeitsstörung haben, habe ich ja Unglück im Glück. Ja, aber dann ist es eigentlich auch wieder Glück im Unglück, weil nur wenn wir auf Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung treffen, merken wir, was für ein Glück wir haben, dass es doch mehr Menschen gibt, die normal sozial ticken. Stimmt, da gebe ich dir recht, da haben wir, also das stimmt. Wenn ich das jetzt so betrachte, haben wir eigentlich wahnsinnig viel Glück in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Also, wenn ich so in meinem Freundeskreis drüber nachdenke, gut, da sind auch ein paar bei, die anderes Thema. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir tatsächlich
Du kannst Da habe ich auch weitersprechen. Ich muss tatsächlich sehr viel Glück. Herzen verteilen. Oh. Ja. Ja. Ach, die Anja schaut zu. Hallo Anja. Hallo Anja. Schön, dass du was geschrieben hast. Falls ihr euch wundert, warum das hier ist, du dich wunderst, ah, das ist immer dir, Du du, bekommst es mir, nicht den. du, Du ich musst bekomme das übrigens nicht. Ich da oben in spreche die die ganze Kamera. Zeit da Ach rein. so. Ich, manchmal gucke ich runter, so jetzt, und jetzt gucke ich da oben. Ich habe mich vorhin noch rasiert, denn ich sah aus wie ein Strauchhäuber. Das wäre unglücklich gewesen. Leider ist bei meinem glücklichen Rasieren mir ein Unglück passiert und jetzt habe ich mich geschnitten. Das Genau. ist ein bisschen komisch Außerdem heute, kann der man Talk, sagen, ne? heute ist der Tag sowieso total komisch. Ich bin auch tatsächlich, sonst bin, ich bin die meiste Zeit eigentlich gut drauf. Die wenigsten Menschen schaffen es, mich wütend zu machen. Wirklich. Also es dauert schon Das sehr dauert sehr lange, lange, bis ja. ich echt explodiere. Und heute bin ich gleich zweimal explodiert. Das. Mindestens zweimal. Also den Sprachnachrichten nach zu urteilen, die ich heute unglücklicherweise bekommen habe. Ja. Es ist ja auch so, dass du das dann immer abfangen musst. Und eigentlich wollten wir auch darüber sprechen, wie das jetzt ist in den Beziehungen, weil das ist das Wochenthema. Wie ist es eigentlich in der Beziehung nach narzisstischem Missbrauch? Stimmt, da wollten wir eigentlich drüber reden, Also ne? nach einer sehr, sehr unglücklichen Beziehung. Eine neue Beziehung einzugehen, in der Hoffnung, dass sie glücklich wird. Ich glaube, die große Herausforderung ist, also für mich war es zumindest die Herausforderung, als du festgestellt hast, aus was für einer Beziehung du kommst, habe ich auch einiges verstanden. Aber davor habe ich viele Verhaltensweisen nicht so wirklich verstanden. Das war sehr unglücklich in unserer Kommunikation, kann man auch sagen. Aber da ich es nicht wusste, und es geht ja ganz, ganz vielen Menschen da draußen so, dass sie es nicht wissen, womit sie es zu tun haben, übrigens vice versa, Narzissten wissen das auch nicht. Und Echoisten, habe ich ja auch heute wieder mal so eine wundervolle Erfahrung gemacht, die checken das auch nicht, dass sie da immer noch drin sind. Das ist auch sehr unglücklich. Also es ist leider so oder so, gesellschaftstechnisch und beziehungstechnisch auch beruflich, wie privat sehr unglücklich, wenn man unbewusst unterwegs ist. Also, und wenn man dann immer nur so Sachen raushaut, ohne sie zu reflektieren, bevor man den Mund aufmacht, ist auch sehr Und ungünstig. das ist aber immer ungünstig. Also nicht nur in Beziehungen, das ist generell im zwischenmenschlichen Miteinander ungünstig. Ja, aber es ist ja so, dass wir immer sagen, dass Narzissten oder Narzisstinnen sich schwer reflektieren können. Zunehmend in meiner Arbeit mit Klientinnen und Klienten stelle ich fest, dass einige davon sich auch überhaupt nicht reflektieren können. Das ist unfassbar. Also. Bedeutet das denn auch zwangsläufig, dass alle, die sich nicht reflektieren, sind aber nicht gleichzeitig Narzissten? Nee, aber vielleicht haben die alle eine Persönlichkeitsstörung. Wobei ich mich da gar nicht ausnehmen möchte. Ich Also, habe auch einen, ja. ja. Jetzt nicht. Also, ich weiß, dass ich in der Zeit, wo ich narzisstisch missbraucht worden bin, vor allem als ich da auch raus bin, ich glaube, echoistisch missbraucht habe. Also ich bin halt davon ausgegangen, dass tatsächlich jeder, du am Anfang auch, Ich auch, ja. sich gefälligst um mich zu kümmern hat, weil ich arme Socke ja Opfer geworden bin. Ich habe mich aber selber zum Opfer gemacht. Das nur so nebenbei. Da sind wir wieder bei der Selbstverantwortung. Aber ich weiß, dass ich auch sehr unmöglich war. Ich habe sehr selbstverständlich angenommen, dass jeder ständig für mich Zeit hat, dass ich immer alles geschenkt bekomme, dass sich jeder um mich zu kümmern hat, dass wenn ich nur irgendwie Pups sage. Pups sage, WhatsApp sage, Sofort ich springen und habe wehe, eine, es war nicht sofort. ich habe hier gerade ein Thema und es muss sofort jeder kommen. Also ich finde das. Rückblickend betrachtet und auch manchmal so in meiner Arbeit muss ich feststellen, dass das auch extremst anstrengend und nervig ist. Also ich weiß ja nicht, ob der Narzissmus einem unreflektiert macht oder ob der Echoismus auch einfach massivst unreflektiert ist. Also ich glaube, die zusammen eine Beziehung. Ich glaube, ich kann es erklären. Ja, bitte, weil ich heute nicht. Ich glaube, ich kann es erklären. Aber nicht. Also, ich bin ja nur indirekt davon betroffen. In einer normalen Beziehung hast du ja einen normalen Austausch. Wenn du eine Schwierigkeit hast in deiner Beziehung, dann setzt man sich hin, man spricht darüber. So kenne ich das auch. Wenn du jetzt aber in einer toxischen, narzisstischen Beziehung gewesen bist, hast du ja verlernt zu reflektieren, vielleicht auch
und zu kommunizieren auf einer normalen menschlichen Ebene. Das heißt also auch, dass du als Egoistin oder Egoist in deiner narzisstischen, aus deiner narzisstischen Beziehung kommst, das verlernt hast, aber auch gar nicht mehr weißt, wie es wirklich geht. Folglich kannst du ja auch nicht von deinem Partner erwarten, dass er das versteht. Und das ist nämlich das Schwierige daran, denn dein Partner, der das vielleicht gar nicht kennt, hat massive Probleme damit und versteht dich auch nicht. Dann hast du nämlich die Misskommunikation. Aber wer da was wie falsch macht oder nicht richtig macht, oder das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, der Partner, der neue Partner, der das nicht kennt, dem das zu erklären oder über die alte, vorherige Beziehung zu sprechen. Nur so hat dein Partner einfach auch die Möglichkeit, was zu verstehen. Auch wenn er denkt, dass das totaler Blödsinn ist. Also das ist jetzt mein Tipp an, wenn jetzt welche zuschauen, die in einer Beziehung sind mit einer Person, die aus einer narzisstischen Beziehung kommt. Das hört sich alles sehr absurd an. Das stimmt. Ich habe das auch nicht geglaubt. Als ich dann aber vieles gelesen habe und vieles mitbekommen habe, hat sich das sehr erschlossen. Also wichtige Empfehlung, zuhören und Verständnis zeigen. Ja, aber Verständnis zeigen, glaube ich, ist auch echt schwierig. Es ist tatsächlich, wenn man in diesem Tunnel, in diesem Egoistinnen-Tunnel drin ist, sage ich mal, dann gibt es ja auch nur diese eine Welt. Das ist vice versa bei Narzissten. Die haben auch nur diese eine Welt. Ja, deswegen hast du als Und du Egoist ja hast, auch nein, nur nein, noch nein, eine lass mich doch Wahl. mal ausreden, Mann. Das ist so auch so ein Problem bei uns, ne? Aber man hat also zwei Menschen in ihren unterschiedlichen Realitätsblasen, die zusammenkommen. Und es ist ja schon mal so, das würde ja auch die Natalia auch sagen, dass es sowieso schon schwierig ist, auch in Beziehungen, wo es quasi so offensichtlich keine Probleme gibt, ist ja Kommunikation auch schon eine Herausforderung. Aber wenn jetzt zwei Menschen, die sich quasi nicht reflektieren können, und das können ja vice versa quasi beide, nicht Egoisten, nicht und Narzissten auch nicht. Ganz kurz, Ja, bitte. aber Egoistinnen und Egoisten wahrscheinlich doch mal mehr als Na, Narzisstinnen. also meine Erfahrung ist, dass die sich ja immer nur, die wollen von den Narzissten ja auch gelobt werden und Anerkennung haben. Deswegen machen die auch so viel für die. Also deswegen Na klar. arbeiten, machen, machen und machen. Das war zumindest auch das Thema bei meinen narzisstischen Beziehungen. Da ging es immer darum, ich wollte Anerkennung haben. Ich wollte Aber du hast geliebt sie ja werden, nie, ich du hast wollte in sie ja den nicht Arm bekommen. bekommen. Ja, naja, nicht in dem Maße, wie man sie normal von einem normalen Menschen bekommt. Natürlich nicht. Aber Nein. ich habe ja gedacht, ich würde es bekommen, wenn ich noch mehr arbeite und noch mehr mache und noch mehr tue. Es ging Aber ja um folglich, lass mich Lustgepflicht. doch mal ausreden. Und folglich. Es ist schwierig, weil ich würde das gerne, wir können das auch beenden, also verkürzen. Wir Nein. sprachen über Reflektieren. Ja, und das funktioniert aber nicht. Weil wenn ich mich quasi nur über den Narzissten definiere und über seine Anerkennung, ich die Anerkennung aber nie bekomme, reflektiere ich mich ja auch nicht. Ich reflektiere mich ja nur in der Anerkennung des Narzissten. Ich reflektiere mich ja nicht selber, sondern ich gehe da immer hin. Also ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich tapper da hin und sage, hey, ich habe das alles gemacht. Jetzt lieb mich doch. Und dann kommt keine Liebe. Und dann denke ich mir, oh, der liebt mich nicht. Oder der gibt mir nicht den Applaus, den ich brauche, oder die Anerkennung, die ich brauche. Und dann entsteht ja wieder so ein Vakuum. Ich reflektiere mich ja nicht selber. Ich gehe ja nicht hin und sage, oh, das habe ich jetzt gut gemacht. Ich habe Selbstliebe. Da brauche ich ja nicht den anderen. Aber Narzissten brauchen den anderen und Egoisten brauchen leider auch den anderen. Und sie können nicht aus sich heraus anerkennen, ob sie das, was sie tun, richtig gemacht haben. Aber du hast dich doch früher selbst reflektiert. Also als wir uns kennengelernt haben, warst du selbst reflektiert. Ja, da habe ich ja auch schon ziemlich viel an mir gearbeitet. Ja, aber das bedeutet ja auch, dass du dann, also das wäre ja dann das Resultat aus dem, was du gerade gesagt hast, dass du das Reflektieren in der Beziehung mit einem Narzissten verlernst. Wenn du das Ja. vorher gekonnt hast, verlernst du das. Richtig? Ja, da jetzt aber beide einen sehr, sehr geringen Selbstwert haben und ein sehr, sehr geringes Selbstbewusstsein, das Sonst würdest du gehört nicht in eine dazu, Beziehung mit sonst einem wäre ich ja Narzissten nicht zukommen. in einer Beziehung mit so einem Irren, Stimmt. ist da ja schon ein Mangel da. Also es treffen zwei Menschen aufeinander, die einen Mangel haben. Und die sind quasi auch wie so Puzzlesteine und ergänzen sich quasi in ihrer Mangelhaftigkeit.
Aber das sind ja dann beide nicht wirklich reflektiert. Weil wenn ich wirklich reflektiert wäre und in Würde ich. meiner Selbstliebe wäre, dann würde ich A, diesem Menschen direkt sagen, mit mir nicht, lass es bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes, nats mich nicht. Oder ich würde mich gar nicht auf so eine kranke Beziehung einlassen. Das stimmt, richtig. Weil Vor allem, dann ich bin würdest immer du noch ja, wenn du so einen Mensch selbstreflektiert. kennenlernst, also ich kenne ja auch Menschen, die durchaus eine Persönlichkeitsstörung haben, die kann ich dann an mich ranlassen ein Stück weit. Ich kann sie aber, weil ich mich damit auseinandersetze, auch wieder sehr gut von mir wegschieben. Also ich kann es dosieren und kann damit umgehen. Stimmt, aber wenn du das selber nicht reflektierst, Wenn du dich immer nur im anderen reflektierst. dann Bei mir war es zum Beispiel so, stimmt. also es gab ja nicht nur eine leider, es gab ja doch, musste ja, ne, mehrere ausprobieren diesbezüglich. Ehrenrunden nennt man das, ne, glaube ich, ne? Ja, leider, das nennt man Ehrenrunden. Na, und was will ich jetzt sagen? Mehrere Beziehungen. Na, ich habe schon in der Art und Weise, wie der andere auf mich reagiert hat, also das war quasi mein Spiegelbild, mein Außen. Ich habe mich durchs Außen definiert. So kann man das schon sagen. Und damit ist es ja nicht selbst reflektiert, Nein, aber sondern es ist auch es ist reflektiert. außen reflektiert. Und wenn es außen reflektiert, was weiß ich, die Augenbraue hochgezogen hat oder gelacht hat oder mich in den Arm genommen So. hat, dann habe ich gedacht, ich bin richtig oder ich bin falsch oder ich bin schon wieder zu wenig oder zu viel oder was auch immer. Und das, ich glaube, das ist ein massives Problem generell in Beziehungen. Da muss jetzt gar nicht nur Narzissmus dabei sein, aber Narzissmus und Echoismus ist schon extremst Also kannst du in einer giftig. narzisstisch-egoistischen Beziehung auch nie wirklich Glück erfahren. Also das, was wir jetzt haben, wenn wir eine schöne Zeit miteinander verleben, du mir eine Karte schreibst, ich dir eine Karte schreibe, wir uns gegenseitig freuen. Übrigens habe ich die Karte, ich weiß nicht, ob du mal in ein Auto reingeguckt Ja, hast. habe ich. Hast du ja, Karte gesehen, steckt oben neben, ich liebe dich, steckt jetzt mehr Ich habe übrigens deine tanken. Karte auch im Auto, weil ich ja heute zum Flugplatz gefahren bin und dann habe ich die Karte da gehabt. Okay, das heißt also, solche Sachen wirst du ja in einer Beziehung mit einem Narzissten wahrscheinlich nicht erleben, Doch, weil. doch, ich muss sagen, ich habe auch so Kärtchen bekommen, aber diese Kärtchen, die waren immer an irgendetwas, was ich tun musste, Ach so, gebunden. nee. In einer normalen Beziehung, also finde ich zumindest in einer glücklichen Was ist Beziehung. denn normal? Naja, ich schreibe dir die Karte, weil ich sie gerne schreibe, weil ich weiß, dass du dich darüber freust und ich dir das gerne schreibe. Also ich verknüpfe, da ist ja jetzt keine Verknüpfung hinter, du musst das und das tun für mich, weil ich dir die Karte geschrieben habe. Also ich denke schon ein bisschen, wenn ich eine Karte schreibe, wäre voll schön, wenn du mir auch mal eine schreibst. Habe ich ja. Ist das jetzt narzisstisch? Nö. Nö, aber es ist Das ist eben. eine Erwartungshaltung. Also so eine kleine Erwartungshaltung, die ist aber auch. Ich glaube, man darf Habe sich ich in auch normalen normal. Beziehungen auch mal was wünschen. Das geht auch. Ja, unbedingt. Also in Freundschaften wünscht man sich ja auch was. Man schenkt sich ja auch in Freundschaften was. Also warum kann man sich ja auch in Beziehungen was? Sollte man sich auch was schenken? Das hat ja auch was mit Anerkennung zu tun. Und das ist ja auch letztendlich das Glück, was man hat in einer Beziehung, finde ich zumindest. Ja. Also es ist ja nicht nur geliebt zu werden, das Glück, sondern auch so geliebt zu werden, wie man ist. Und dann auch noch das Glück erfährt, wenn man das auch noch bestätigt bekommt. Also die einen mögen das über Geschenke, die anderen mögen das über, weiß ich nicht, vielleicht auf den Golfplatz gehen oder Also so, ich kann klar. zumindest sagen, weil das ist ja auch Thema dieser Woche, ne? Was ist eigentlich die nächste Liebe meines Lebens quasi? Unglück oder eben das nächste Unglück? Ich habe einfach in den narzisstischen Beziehungen wahnsinnig viel gegeben, unfassbar viel gegeben, mehr gegeben, als jemals bekommen zu haben. Und als ich dann da aber raus war, habe ich erwartet, dass, wie gesagt, der Rest der Welt, auch Freundinnen, Coaches, Therapeuten, was auch immer, Arbeitgeber, mir mehr zu geben haben, um dieses unfassbare Loch, das der Narzisst in mein Leben gerissen hat, zu stopfen. Und das ist schon ein ziemliches Unglück. Aber du hast dann als Egoistin das Loch ja dir selber zugefügt. Der Narzisst hat dir das ja nicht, der hat ja nicht, das, du hast es ja getan, du hast es ja von dir aus freien Stücken getan. Naja, es ist ja, Also nicht aus die freien Stücken, aber. Daumenschraube beim Narzissten wird ja immer enger wie sagt man, gezogen. Also Gezogen, geschraubt. es wird ja Die Daumenschraube immer angelegt. mühsamer. Genau, und deswegen, du gibst dir noch mehr. Du gibst dir immer, immer, immer noch mehr. Und du bekommst quasi immer weniger. Du blutest ja langsam aus. Okay. Und wenn du dann komplett leer bist und danach in die nächste Beziehung hinein stolperst, wie auch immer, das ist Ah, mir dann dann im ist das ersten Moment quasi. passiert, zack, bin ich in die nächste idiotische Beziehung gestolpert und dann bist du da total ausgehungert im Grunde genommen und dann kennt sich der nächste Partner überhaupt nicht aus und denkt sich, die hat ja, oder der, es gibt übrigens sehr interessanterweise
besuchen unsere Facebook-Seite und auch unsere Webseite gleich viel Männer wie Frauen. Also es ist Sehr einfach ein beruhigend. vice versa. Ja, ich weiß ja nicht, ob es beruhigend Doch, ist. ich bin es beruhigend, dass es ausgeglichen ist. Ich fände es schade, dass. Mist, piep. Ich fände es piep, Ja, red weiter. wenn es einseitig wäre. Das wäre total blöd. Weil dann, so ist es ja zumindest ausgeglichen. Das ist jetzt mal nur halb schlimm. Ich Aber find wenn es das auf einmal grausam. einseitig Ich, wäre, also wäre ich es finde es total schlimm. tatsächlich grausam, weil ich mitbekommen habe, wie perfide weibliche Narzisstinnen sind. Also Narzisstinnen sind so. Also es ist echt. Oh. Da schäme ich mich fremd für Frauen, echt für unser Geschlecht. Die sind auch nicht so reflektiert. Also wie auch immer, so oder so. Ich lese gerade. Warte, also du hast kein. Bei dir kann man nicht so scrollen, ne? Doch. Man kann touching, nein. Guck mal, das sind Oh, da ist Fragen. ganz viel geschrieben. Ein Ein echtes. Echtes kann aber wieder lernen, seine Selbstliebe zu finden und sich zu reflektieren. Ein Narzisst macht in seinen Augen nie was falsch, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt, weil ja ein Narzisst sich überhaupt nicht reflektieren kann. Also ein Echoist hat zumindest diesen kleinen Vorteil, dass er sich also es gibt ja zum Glück nicht nur den Narzissten, dem Leben eines Echoisten, hoffentlich. Und dann gibt es noch gute Freunde oder Familie oder Menschen, die zu einem stehen und die reflektieren ihn ja auch. Also der Echoist sucht oft im Gegenüber, wie er sich verhält, weil er so unsicher ist. Und deswegen ist es so toxisch und gefährlich, wenn man als Echoist nur noch mit dem Narzissten zusammen wohnt, weil dann natürlich das Außenbild, das man von sich bekommt, immer ein sehr, sehr schräges ist. Es ist immer das fordernde Bild eines Narzissten. Und wenn man das natürlich auf sich selbst zurückreflektiert, dann muss man immer mehr geben. Folglich ist man dem komplett ausgeliefert. Aber Echoisten haben die Chance, durch die Außensicht leichter zu einer Innensicht zu kommen, während ein Narzisst oder eine Narzisstin sich nur in sich selber wiederfindet. Das heißt, die drehen tatsächlich permanent um sich selber. Mit ihren Bedürfnissen, mit allem. Die können halt. Wir sind einfach soziale Wesen und brauchen andere Menschen. Sonst müssten wir alle, ich weiß nicht, in einer Klausur leben, alleine. Möglicherweise wäre die Welt dann auch schöner, weiß ich nicht. Aber zwischenmenschlich wäre es eine Katastrophe. Aber wir leben ja durch die Reflexion mit anderen Menschen. Und das macht es halt so schwierig, würde ich jetzt sagen. Sag du was. Du hast schon alles gesagt. Das gibt's nicht. Ja, Man kann nicht alles gesagt haben. Man ist sehr lange gefangen in seiner egoistischen Situation, solange bis, lass, warte doch, seiner egoistischen Situation, wenn man einen Punkt hat, an dem man sich entscheiden muss, ob man untergeht oder sich befreit. Dieser Punkt oder dieses Ereignis muss schon sehr erschütternd sein, damit man aufwacht. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich. Ich sage immer, das ist der tausendste oder millionste Tropfen. Das ist eben das Schlimme bei Echos einfach. Die brauchen wahrscheinlich den millionsten Tropfen, bis die aufwachen. Bis es so weh tut, dass man sagt, jetzt ist Punkt XY erreicht und jetzt gehe ich. Jetzt endlich kann ich gehen. Also bei mir war tatsächlich der Punkt, wo ich es dann endlich geschafft habe zu gehen, das war von außen betrachtet wahrscheinlich eine Lappalie. Aber es war der 200 millionste Tropfen. Und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Dann kann man gehen. das bedeutet ja auch, also ich glaube, ich weiß auch, warum Menschen, die in so einer Beziehung sind, nicht rausgehen. Also, wenn ich in so einer Beziehung bin, die toxisch ist und ich versuche zu reflektieren, aber nicht reflektieren kann, habe ich ja auch gar keine Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, die Beziehung zu verlassen. Weil, wenn ich das reflektieren würde, würde ich ja sagen, das ist totale Katastrophe, ich kann in dieser Beziehung nicht bleiben. Das tust du dann wahrscheinlich auch, aber du bekommst ja auch keine Antwort. Also, ein Narzisst wird dir ja nicht sagen, das ist total super, dass du gehst. Sehe ich genauso. Na, Wenn du dich in der Beziehung nee, trennst, das muss ich, ne, darf ich ausreden? Danke. nein, Pieps, Pieps. Pieps. Also, in Beziehungen, die ich geführt habe, bin ich an Punkte gekommen, dann habe ich mit meiner Partnerin darüber gesprochen und habe gesagt, das funktioniert so nicht mehr. Wir kommen da beide nicht mehr zusammen. Da trennen sich unsere Wege. Das ist auch das, was man in Freundschaften oder in anderen Beziehungen hat, auch mit Arbeitgebern Man muss oder sich ja so. nicht gleich trennen, wenn es Man kann sich, ja, aber dann, im Beruf läuft. man trennt sich aber dann aber auch,
auf weil man Augenhöhe. es reflektiert, auf Augenhöhe. Aber das wirst du bei einem Narzissten ja nie haben. Nein, weil ein Narzisst will ja nie auf Augenhöhe sein. Der will ja immer eins drüber sein. Und deswegen bleibst du auch immer in dieser permanent in dieser Beziehung drin, weil du ja permanent da versuchst, das wieder irgendwie auch wieder hinzubekommen. Du bekommst ja auch keine Antwort. Der Narzisst wird ja, wie gesagt, nicht sagen, ja, das ist total super, dass wir uns trennen. Das wird er ja nicht sagen. Deswegen bleibst du ja permanent in dieser Beziehung. Deswegen kommt immer mehr eins zum anderen. Ich muss dich jetzt unterbrechen, weil doch, also zwei meiner Narzissten, würde ich sagen, die haben gesagt, ja, gut, dass du gehst. Gut, dass du gehst, was das Kleingedruckte war, und bleib ja unglücklich. In dem Moment, wo ich leider glücklich geworden, also leider, das sind wir wieder beim Glück, wo ich in den Augen des Narzissten glücklich geworden bin, da war es dann nicht mehr okay, dass ich gegangen war. Aber davor war es im Grunde genommen auch super, weil ich war ja schon ein ziemlicher Störenfried als Echoistin. Man muss sich vorstellen, da hampelt die ganze Zeit so eine Frau vor einem rum und sagt, also, findest du meinen Kuchen gut? Und, aber ich habe das doch gemacht und soll ich dir noch was? Und was ist jetzt los? Und man wird immer höher, habe ich gemerkt, in meiner Stimme wurde ich ja auch immer piepsiger. Ja, das ist gerade auch da stand, die Anja hatte geschrieben, piep, ja, ich wurde immer piepsiger und konnte mich ja selber nicht mehr ernst nehmen. Also das Schräge ist, ein Narzisst schaut sich wahnsinnig gerne in den Spiegel und googelt sich und macht alles Mögliche, um zu sehen, wie geil er ist oder sie, geil, wundervoll und so weiter. Und eine Echoistin, die guckt ja quasi nicht mehr in den Spiegel, weil sie findet sich ja, sie erfährt ja permanent oder, also wirklich vice versa, das Echo, ich sage jetzt nur noch das Echo. Bitte. Das Echo guckt ja nicht in den Spiegel, weil es findet ja im Spiegel, wird es immer etwas finden, was nicht in Ordnung ist. Weil ja die Narzisse immer gesagt hat, naja, aber deine Nase, die ist eigentlich nicht so richtig schön operiert worden. Ne? Das ist zum Beispiel eine Sache von mir. Ich hatte einen Autounfall, kann ich ja erzählen. Und da wurde meine Nase auch komplett zertrümmert. Und ich sah aus wie eine Hexe. Deine Nase schön. Ja, die ist ja jetzt auch operiert worden, weil das war ja alles hin. Vor 19 Jahren war die auch schön. Siehst du mal, und das ist jetzt wieder ein Unglück im Glück gewesen. Was? Du hast die Nase schön? Nein, ach so, wurscht. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Also es ist, glaube ich, einfach schwierig. Wir werden das auch nicht final besprechen können. Nein, das ist auch gut, dass wir das nicht final besprechen können. Ich kann sagen, dass es ein großes Glück ist, dich zu haben. Und ich glaube, es ist auch ein wahnsinnig großes Glück auch für mein Kind, dass es dich in unserem Leben gibt, weil damit ist so, sind wir wieder bei dem Punkt, was ist normal, aber damit ist so ein, es fühlt sich halt einfach gut an. Ich glaube, vielleicht ist das ein gutes Indiz dafür. In einer Beziehung mit einer Narzisse fühlt sich es einfach irgendwie nie gut an, also nie so richtig, richtig gut. Ich konnte mich nie fallen lassen in meinem Gefühl oder in meiner Liebe. Ich habe einfach ständig alles in Frage gestellt. Liebe ich richtig? Bin ich richtig? Habe ich das Richtige an? Ist es hier wieder zu viel? Habe ich zu viel geredet? Habe ich zu laut geredet? Das hast du am Anfang unserer Scheiß. Beziehung auch gemacht, als wir zusammen gekommen sind. Ja, ich kann mich erinnern. Als du noch in der alten Wohnung gewohnt hast, da hast du auch immer alles aufgeräumt. Ne? Das musste alles blitzblank, super picobello. Und ich kann mich daran erinnern, bist du auch irgendwie noch, wenn ich dann angefangen gekommen bin, dann habe ich den Wohnzimmer, habe ich gesehen, dass du noch rumgesaust bist. Oh nein. Was macht die denn da jetzt noch? Ja. Dann hast du aber auch immer alles so picobello sauber gemacht und das ist alles super toll. Aber ich besuche dich ja nicht, weil die Wohnung sauber ist, sondern ich besuche dich ja, weil ich dich besuche. Da ist aber noch eine sehr wichtige Frage. Ich denke, dass es noch einen Unterschied macht, ob Kinder in der Beziehung sind. Die verantwortet ihnen gegenüber halt eine lange von der Trennungsentscheidung ab. Ja, das stimmt. Das war bei mir auch so. Eigentlich hätte ich gleich gehen können und sollen. Und die Alarmglocken, also wir waren so oft Alarmglocken da. Ich ja, glaube nur, aber nein, lass mich doch ausreden. In Bezug auf Kinder ist es aber einfach so, also Kinder lernen durchs Vorleben. Und Hand aufs Herz, wir wollen doch alle, dass unsere Kinder glücklich werden. Dass die mitbekommen, dass es eine wertschätzende Beziehung zwischen Mann und Frau gibt. Dass es einen wertschätzenden Umgang miteinander gibt. Dass man nicht manipuliert wird und sich nicht verdrehen soll. Wir wollen ja nicht, dass unsere Kinder von Anfang an lernen, dass sie sich verstellen müssen, damit sie dem Partner gefallen, aber sich nie selber finden. Folglich ist es, glaube ich, also sobald man weiß, dass man in einer missbräuchlichen Beziehung ist, finde ich es
existenziell notwendig, dass man sie verlässt, gerade wegen der Kinder. Weil die Kinder sollen ja nicht im Missbrauch groß werden. Weil jetzt denkt diesen Gedanken mal weiter. Was passiert mit den Kindern dann? Also entweder missbrauchen sie ihre Kinder auch, dann haben wir dieses fürchterliche Generationendrama, das wir sowieso haben. Oder sie kollabieren innerlich, weil sie niemandem vertrauen können oder weil sie gesehen haben, dass du als Echo kollabiert bist innerlich, und dann machen sie es genauso. Also ich finde schon, dass wir in allem unseren Kindern, wie in der Tierwelt ja auch, zeigen sollen, da gibt es die besten Bären, wenn ich jetzt beim Bär bin, oder da gibt es die besten Fische, den besten Lachs, und da gibt es das Beste, da gibt es einfach das beste Leben und den schönsten Ort, um glücklich zu sein. Das ist in der Tierwelt ja auch so. Also wenn die Tiere zeigen ja ihren Tierbabys auch nicht, boah, da ist es richtig ekelhaft, da bleiben wir jetzt. Und das Essen ist total ekelhaft, das ist schön giftig, das nehmen wir jetzt zu uns. Und in dem Rudel sind alle fies zu uns, da bleiben wir jetzt. Also die Tiere leben natürlich das Glück vor, das einfach da ist. Und aber wir Menschen mit unserer Verkopftheit und mit unserem, weiß ich nicht, Fehlerziehungen, die wir so hinter uns haben, und Fehlprägungen und was der Kuckuck was alles, wir machen es kompliziert. Ja, weil die meisten Menschen verlernen, auf ihre Intuition zu hören und das auf das, was den Mensch eigentlich das auch ausmacht. Und wie du gerade richtig sagst, in so einer Beziehung, wenn du genau weißt, irgendwie, das ist die Beziehung ist nicht gut für mein Kind, dann muss man sich wirklich auch ernsthaft die Frage stellen, also die Eigenverantwortung für sich selbst, aber auch die Verantwortung für das Kind. Und die Ja, die Verantwortung für das Kind Kinder. oder die Kinder, die sowieso ja gar keine Verantwortung haben können, aufgrund der Tatsache, dass sie Kinder sind, auch keine Erfahrung haben, Es sich wird darauf verlassen, was die Eltern oder ja. die Mama oder Papa denen vorlebt. Natürlich, worauf sollen sie sich auch sonst verlassen? Da gilt es tatsächlich zu sagen, Bein in die Hand nehmen und sagen, nein, das ist falsch, das ist nicht richtig. Also Ich will wie nicht, ich. dass mein Kind so groß wird. Ja, und vor allem das sieht. Also angenommen, du bist jetzt eine Frau und wirst psychisch missbraucht. Du willst doch nicht, dass dein Kind das danach macht. Also weder, dass dein Kind, wenn es erwachsen ist, anderen Menschen missbraucht, oder dass dein Kind, du willst ihm doch nicht Missbrauch vorleben. Und du tust es aber. Also wenn du bleibst. Es gibt ja auch viele, die bleiben wegen dem Haus und wegen Geld und, oh, ich kann mir das alles nicht leisten. Da muss ich sagen, ey, es Das ist nur, doch, das ist, du das hast ist, doch nur dieses eine vor Leben. allem kann man das kann man ja auch nicht, das ist ja eine, also die Verantwortung, wie kann man das denn, das ist ja, wie nennt man das denn, wenn man dann diese Naja. Verantwortung nicht hat, nicht nimmt, also nicht die Verantwortung nicht nimmt zu gehen, sondern zu sagen so, ach, ich lasse mich noch ein bisschen schlagen, das bekommt mein Kind ja nicht mit, in dem Fall kriegt es mein Also Kind nicht mit, Kinder bekommen alles die mit. bekommen alles mit, Also ja, die logisch. sind ja sehr, die werden ja auf die Welt gepurzelt, und die sind ja total unschuldig. Und dann purzelst du ein unschuldiges Kind und bekommst quasi schon, was weiß ich, wenn du es im Tuch trägst, ja, so wie ich mein Kind ja auch getragen habe, das bekommt ja alles mit. Und dann brüllt dein Abgesehen Partner dich da bekommt vielleicht an das oder Kind so, das ja auch ne? im Bauch mit von Anna. Also das ist ja, also ich finde es Unverantwortlich. unverantwortlich zu bleiben. Das war Aber das es ist Wort. natürlich ohne, ich will es auch gar nicht werten, weil es gibt halt Situationen, da kann man nicht. Also ich finde schon, dass man immer raus kann. In der Tierwelt ist es einfach so, da würde ich doch als Löwenmama mein Kind irgendwie so im Nacken packen und raustragen aus einer blöden, gefährlichen Situation. Und wie gesagt, ich würde mein Kind, und so habe ich es ja auch gemacht, in eine Situation bringen, wo es einfach glücklich ist, wo die Sonne scheint, wo es das beste Essen gibt, Ja, einfach. definitiv. Und nicht Gift. Ja, mir wird gerade geschrieben, man muss zuerst mal durchschauen, welche Muster da wirken, denn meist durchschauen wir das ja selbst lange Zeit nicht. Ja, das ist das Das ist das Problem. Problem, ja. Deswegen gibt es ja, also deswegen habe ich ja auch, ah, ich habe ja heute so, passt jetzt nicht hierher, aber so Diskussionen geführt, wieso es überhaupt Nazmilch nicht gibt. Ja, genau deswegen, weil es so viele Menschen da draußen gibt, die noch nicht sensibilisiert auf das Thema sind und die noch gar nicht wissen, dass sie in diesen Mustern und in diesen Strukturen sind. Deswegen bin ich auch so mega dankbar, echt ganz großartige Kooperationspartner zu haben, die da
mithelfen, dass es immer mehr Menschen auch checken, für sich checken. Denn also man kann jetzt einfach sagen, das ist unsere Beziehung und wir haben eine Verantwortung für unsere Beziehung, wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder. Aber wir haben ja auch eine Verantwortung für unsere Gesellschaft. Und ich weiß nicht, das wird total vergessen, dass wir sind ja Rudeltiere, um jetzt in der Tiersprache zu sprechen. Wir sind ja sozialisierte Menschen. Es kann uns doch einfach nicht verzeiht, piep, am Arsch vorbeigehen, dass unsere Gesellschaft den Bach runtergeht. Also ich finde das alles wesentlich, wesentlich schlimmer als ein Coronavirus gerade. Aber ist nicht als allererstes die Eigenverantwortung, die Selbstverantwortung finde ich auch richtig, habe ich viel darüber nachgedacht, wir sprechen ja natürlich auch sehr viel privat über diese Thematik. Die Selbstverantwortung ist, da glaube ich, das Essentiellste. Weil ja, ohne Selbstverantwortung kannst du ja auch keine Verantwortung für andere übernehmen. Ja, und das wird aber nicht nur beigebracht. Also ganz ehrlich, in einer missbräuchlichen Beziehung kann ja den Kindern nicht mehr ernsthaft beigebracht werden, was Selbstverantwortung ist. Also man kann es ja dann vorlesen aus Büchern und sagen, Kinder, setzt euch um mich herum, Selbstverantwortung und Glück ist da, 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 und dann klappe ich das Buch zu und lass mich wieder missbrauchen. Also das stimmt ja nicht. Nein. Und Kinder, ich erzähle immer das gerne mit der Zahnbürste. Ja, ich habe meinem Kind immer gesagt, es soll mit der Zahnbürste im Badezimmer bleiben und nicht rausgehen. Das habe ich gesagt, während ich meine Zahnbürste im Mund hatte, den Geschirrspüler ausgeräumt habe, meine E-Mails gecheckt habe, noch die Schultasche, das Brötchen für meinen Sohn fertig gemacht habe für die Schule und so weiter. Und dann habe ich die Zahnbürste. Natürlich ist mein Kind hinter mir hergelaufen und hat auch mit der Zahnbürste sich noch die Socken angezogen und so weiter. Genau wie mit dem vollen Mund spricht man nicht. Ne? Wenn ich natürlich am Tisch sitze, selber mit vollem Mund spreche und meinem Kind mit vollem Mund sage, mit vollem Mund spricht man nicht. Spricht man nicht. Das ist Blödsinn. Also ich kann nur Glück beibringen, wenn ich ein glücklicher Mensch bin. Das stimmt, ja. So, damit wären wir wieder beim Unglück. Und natürlich, momentan, wie es gerade abrennt da draußen. Jetzt gerade nochmal auf das, was geschrieben wurde. Wir haben ja völlig falsche Bindungsdynamiken beigebracht bekommen. Also ich bin ja ein Verfechter davon, dass es kein Falsch gibt. Weil jede vermeintliche falsche Entscheidung birgt ja auch etwas, woraus ich lerne oder was ich auch mitbekomme. Also deswegen finde ich das mit dem Falsch nicht so ganz. Aber okay. Doch, ich kann das nachvollziehen. Gut. Und eine falsche Bindungsdynamik, ja, das ist eine Bindungsdynamik, die wir natürlich von unseren Eltern mitbekommen haben oder wo auch immer wir groß geworden sind. Das ist etwas, was die Generation davor auch mitbekommen hat. Ob das falsch oder richtig ist, weiß ich nicht. Aber das Wichtige ist doch, glaube ich, das zu erkennen. Und Stopp zu sagen. Stopp zu sagen und zu reflektieren oder sich irgendwie Informationen zu beschaffen. Ist das eigentlich normal, sofern es Normales gibt? Aber es gibt ja schon ein normales Miteinander, ein sozialer Umgang. Nein, Entschuldigung, ich glaube nicht, es geht hier nicht um normal, sondern es geht um geglückt und glücklich. Also es gibt ja Werte, die gehen ja auch gerade alle den Bach runter. Ja, aber wenn ich eine normale Beziehung führe. Das ist normal. Ja, wir sind normal. Eine glückliche Beziehung. Ein sozialer Umgang miteinander. Du kannst doch einfach sagen, was glücklich ist. Also wenn ich mich freue morgens, dass ich aufwache, wenn ich schon mit Magenkrämpfen in der Früh aufwache und denke, oh Gott, das wird die Hölle mit meinem Partner, da müssten doch schon die Alarmglocken läuten. Aber dann hast du auch keine normale Beziehung, richtig? Na, aber nochmal, für viele Menschen da draußen, das ist so eine Wertung und ich mag die Wertung einfach nicht. Es ist für viele Menschen, ist das die Normalität, misshandelt zu werden, missbraucht zu werden. Die kennen das schon, weil sie das schon von ihrem Elternhaus mitbekommen haben. Das ist normal für sie. Das ist eine kindliche Prägung, die ist normal. Für manche Menschen ist tatsächlich Glück beängstigend. Eine glückliche Beziehung ist total, was ist das? Das ist gruselig. Deswegen passiert es ja immer, dass Menschen, die aus so einer Beziehung kommen, also aus so einem Elternhaus auch kommen, dass die dann leider Gottes dann auch als Erwachsene wieder so eine Beziehung eingehen, weil sie in so einer Pseudo-Komfortzone sind. Und das ist aber für sie normal. Deswegen wehre ich mich gegen das Wort normal, sondern glücklich. Also glücklich kann ich spüren. Wenn mir mein Herz in der Früh schon aufgeht und ich mich freue, dass mein Partner, du neben mir liegst, es sei denn, du schnarchst. Ich wusste, dass du wusstest. Ich hab drauf gewartet. Jetzt kommt's gleich. Du hast ja auch recht.
Du hast ja Na recht. gut, also abgesehen Das ist natürlich davon, unglücklich, dass ich dann schnarche manchmal. das ist dann übrigens Unglück im Glück, wenn der Partner so schnarcht. Ja, egal. Jetzt wird nochmal geschrieben hier, Schmerz, Erkenntnis, Lernen, Lösen, Heilen. Ja, ja. Genau. Aber da muss man halt, müssen tut mir eh gar nichts. Also nochmal, wenn ich den Schmerz aus meinem Elternhaus schon gewohnt bin, dann ist es ja fast schwer, ihn zu erkennen, weil ich sage immer, ein Kind, dem man eine Puppe nicht zeigt, wird nicht danach verlangen. Ja, weil wenn ich die Puppe nicht kenne, dann weiß ich ja gar nicht, dass ich eine haben möchte, sozusagen. Und wenn ich tatsächlich nie ein liebevolles, wertschätzendes, zugewandtes Beziehung bei meinen Eltern erlebt habe, werde ich möglicherweise auch das gar nicht anstreben in meinem Leben. Und nee, weil du es nicht, weil du es nie vorgelebt hast. Ja, deswegen ist meine Normalität dann einfach eine von außen betrachtet möglicherweise grausame. Aber es ist dann schon wieder bewertend, weil ich... Ja. Wir befinden uns gerade kollektiv in diesem Aufwachprozess. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass ich weiß nicht, ob die Menschen aufwachen oder ob sie sich wieder, ob sie gerade sich wieder umkehrt. Ich glaube, die Menschen sind mal aufgewacht gewesen. Drehen es aber gerade wieder um. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, findest dass du? Auch das ganze Mindset-Gedöns auch bei Facebook, was auch manchmal echt anstrengend ist, ich gebe es zu, aber merke ich schon, dass viele Menschen ins Bewusstsein kommen. Ja. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, und nein, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Bitte nicht. Aber ich glaube, dass dieser ganze Mist, der uns gerade mit Corona passiert, das ist so ein, wir nehmen euch wieder Bewusstsein weg, Gedöns. Weil, also, weil dann müssen wir noch mehr Marionetten werden. Ich glaube schon, ein bisschen, also ein Stück weit ist es ja so. Ja, das stimmt, es werden auch immer mehr Marionetten. Ja. Weil ich, also viele Menschen denken ja gar nicht mehr nach. Die schalten ja auch, die werden durch diese ganze Geschichte auch wieder aus ihrer Intuition und aus ihrem Bewusstsein rausgenommen. Ja, die denken ja auch nicht vor. Das Nachdenken ist ja das Blöde, weil du erst nachdenkst, das Vordenken wäre ja das Clevere. Ja, aber auch das ist, da bist du manchmal so zynisch. Genau. Ich weiß nicht. Ich finde schon, dass wir in einem Aufwachprozess sind, dass sich das auch verstärkt und dass es einfach nach Yin-Yang auf der anderen Seite leider wieder kippt. So würde ich das sagen. Vermutlich. Ich mache hier gerade mal Herzen. Ja, Corona ist ein Mittel zum Zweck. Ja. Genauso sehe ich es auch. Also Corona kann man so wie alles übrigens, auch wie so ein Regenschauer, genauso im Grunde genommen wie auch eine narzisstisch-echoistische Beziehung. Man kann es komplett verteufeln, man kann aber auch, wenn man es erkennt und etwas daraus macht, nämlich sich selbst begreift und damit hat man wieder Glück im Unglück. Wollte ich gerade sagen, Corona hat also demnach auch für... Lass mich mal ausgeben. Dann kann man tatsächlich stärker werden. Man kann daraus etwas Positives für sein Leben ziehen. Wobei es auch wieder wertfrei ist, was ist jetzt positiv für das eigene Leben, ne? Ja, aber das ist nicht wertfrei. Wenn ich etwas Positives für mein Leben habe oder gefunden habe, dann ist das meine. Das kann ich werten für mich. Also ich glaube auf alle Fälle schon, dass Menschen auf einem Fest zum Beispiel, die einfach glücklich lachen miteinander, wo man einfach merkt, es geht allen das Herz irgendwie auf, dass das auch etwas für unsere Gesellschaft positiv beeinträchtigendes ist, so. Als wenn man da jetzt auf irgendeinem Fest ist, wo sich alle verprügeln und blöd schimpfen und manipulieren und... Es gibt auch. Es gibt auch Menschen, die finden das toll, wenn sie, wie heißt das nochmal, wenn man so mit 20 Mann aufeinander rennt, die empfinden dann Glück. Also ich kann ja nur sagen, meine Narzisse hat ja allen Ernstes auch noch im Nachgang gemeint, das Schönste an einer Beziehung ist doch, wenn man ganz viel streitet. Dann würde man doch wissen, dass man füreinander noch etwas hat. Ne? Ja, dass man gegenseitig sich noch was bedeutet. Wenn man nicht mehr streitet, dann wäre es verloren. Deswegen hat diese Narzisse einfach ununterbrochen mit mir gestritten. Wegen jedem Schaß, um es mal so zu sagen. Ja, aber für mich ist das kein Glück. Also für mich ist diese Streiterei, das ist einfach... Ich mag die Lautstärke nicht und ich mag auch nicht Angst haben vor so einem Menschen. Und so ein Mensch ist halt einfach, der ist halt einfach ungut. Also mit dem will ja auch sonst niemand was zu tun haben. Selten. Also spätestens dann wird die Narzisse ja auch irgendwann mal raffen, dass auch sie die Störung hat und niemand sonst.
Nee. Würde ich jetzt mal sagen. Nein, das ist immer noch die anderen, die Störung haben, weil die Narzisse ja selber von sich so ist, wie sie ist, richtig ist, überzeugt ist. Stimmt, weil die reflektiert sich ja nicht Eben. durch das abgeschreckte Verhalten der anderen Menschen, sondern die meint ja nach wie vor, alle anderen sind gestört und schuld daran. Und man hat, ja, ist es Wir egal. kennen das. Also ich glaube, wir drehen uns jetzt im Kreise. Ich wollte das, was danach geschrieben wurde. Man sucht sich immer das, was man als Kind schon kennengelernt und als normal erlebt hat, was man kennt, beruhigt und gibt Sicherheit, selbst wenn es Schmerz ist. Ja, genau. Das ist ja das Unglückliche dann tatsächlich. Und umso glücklicher, Wenn man aufwacht. wenn man aufwacht und wenn man in einer Beziehung kommt, Wenn man in eine Beziehung kommt, wo es stimmt. wo man sich glücklich fühlt und nicht mehr unglücklich ist. Und das ist das Aller, 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 Und Aller Wichtigste. weißt du, was das Allerschönste ist? Also das verrate ich dir auch noch. Ich habe dann in dem Moment gerafft, wie sehr du mich liebst, als ich ganz unmöglich war. Und unmöglich durfte ich bei meiner Narzisse nie sein. Also. Oh, das stimmt. Und ich war unmöglich, wirklich. Ich war so übermüdet. Das war vor 2 Jahren in England, im Sommerurlaub. Ich war einfach komplett übermüdet. Ich hatte irgendwie nur 3 Stunden Schlaf und die Fähre und bla. Und ich war einfach. Ich war kratzbürstig ohne Ende. Und Sehr. dann hast du mich aber schlafen lassen. Ja, ich habe ihm gesagt, raus aus dem Auto, ich muss jetzt schlafen. Haut ab, ich will euch nicht mehr sehen. Das war Das war schon, wir wirklich. sind also aus dem Auto Nein, darf ich rausgeworfen das worden. erzählen? Ja. Und dann bin ich aber, so, dann habe ich geschlafen und es waren nur 20 Minuten echt. Und ich habe mich danach selbst reflektiert und mir gedacht, oh Gott, wie furchtbar von mir, wie schrecklich ich gerade war. Tut mir so leid. Und dann sind die beiden wiedergekommen. Also mein Kind und Henning sind wiedergekommen und dann haben die mich so angestrahlt und gesagt, Mama, Mama, wir haben ein ganz tolles Geschäft für dich entdeckt und ja, und da oben gibt es ein Kaffeehaus und das wisst ihr und ich saß da in der Tür wie so ein Häufchen Elend und habe gesagt, es tut mir leid, ich war so scheiße gerade zu euch. Tut mir leid, ich habe einfach so. Und dann hat die gesagt, ja, ist doch egal, komm. Und dann haben sie mich geknuddelt und du hast mich umarmt und gesagt, ja, verstehe ich doch, alles gut und jetzt können wir Kaffee trinken. Und es war einfach. Und in dem Moment habe ich begriffen, dass das Glück ist. Das ist Glück, dass man auch mal scheiße drauf sein darf und trotzdem wird man geliebt. Und man wird nicht bestraft oder verurteilt oder sonst irgendwas Grausiges. Nein, ich weiß noch, ich bin ja dann mit deinem Sohn rausgegangen vom Auto und dann haben wir auch natürlich darüber gesprochen, warum du so reagiert hast, wie du reagiert hast. Und ich habe gesagt, ey, die Mama hat einfach nur echt wenig gepennt. Das ist nicht böse gemeint von ihr und sie will das eigentlich vielleicht auch gar nicht, aber sie ist einfach todmüde. So, und dann sind wir losgelaufen und dann haben wir uns dann die Stadt angeguckt und ein tolles Geschäft gesehen und dann sagte dein Sohn auch so, ach, guck mal, da ist das Geschäft, guck mal, das mag die doch so gern. Und dann haben wir irgendwie das Portemonnaie, glaube ich, entdeckt irgendwie. Dann haben wir aber gesagt, okay, dann gehen wir mit der Mit Mama gleich hier Nepal lang. drauf, ja. Und dann haben wir dich abgeholt und sind auch noch extra an dem Geschäft vorbeigegangen und auch dafür gesorgt, dass du das auch siehst. Weil, das ist einfach schön, weil wenn du dich freust, dann freut es mich auch. Ja, und das ist das, was hier auch noch mal steht. Die Kerstin hat das geschrieben. Nein, pathologisch kapiert es nicht. Nein, die kapieren das nicht. Das stimmt. Die kapieren das nicht. Also eine meiner Narzissen, sage ich jetzt mal, war gar nicht darauf erpicht, wenn was Schönes gesehen wurde, dann wurde da sogar ein Bogen darum gemacht, damit ich das ja nicht sehe, weil ich könnte ja glücklich sein. Also das ist schon so, Sehr absurd. das ist so absurd. Und was ich auch noch gerne sagen möchte, ist einfach. Im Grunde sind ja pathologische Narzissten wirklich arme Würstchen. Also sie sind einfach ultra arm, weil sie kommen an ein Glücksgefühl nie ran. Weil sie ja alles tun, dass der andere Mensch unglücklich bleibt oder unglücklich ist. Natürlich versauen sie sich ihre eigene Suppe auch noch. Das ist genauso wie mit meiner Narzisse, die gerade alles macht, was sie niemals machen hätte wollen. Menschen dienen, plötzlich irgendwie einen Job annehmen. Arbeiten gehen, das war ja sowas von niemals, never ever, ne? Blöde. Und damit versauert meine Narzisse komplett. Also abgesehen, dass sie mittlerweile total scheiße ausschaut, das ist wirklich, also es will ja echt, also will ja einfach niemand werden, was mit dieser einen Narzisse zu tun haben, weil ja, aber sie verbauen sich halt auch ihr eigenes Glück so dermaßen. Es ist so bescheuert. Nicht nur, dass sie anderen Menschen das Leben kaputt machen wollen, Das nervt auch, ne? Und es nervt, ja, deswegen ja, nervt mich nicht mit deinem narzisstischen. Genau. Ich glaube,
glaube, wir drehen uns aber im Kreise. Ja, apropos Suppe, mich hungert es tatsächlich ein wenig. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, es ist 20 nach 8. Sehr traurig, ja. Hochgradig traurig. Das stimmt. Aber hey, es ist deren Entscheidung. Es ist die Selbstverantwortung. Auch wenn sie es nicht gelernt haben. Aber eine Verantwortung. Also sie haben auch eine Selbstverantwortung für ihr eigenes Glück. Das Traurige ist nur, dass sie halt, wenn sie pathologische Narzissten sind, eh nie checken, was Glück ist. Das werden sie wahrscheinlich sowieso nicht. Aber ich kann das für mich entscheiden und ich kann für mich entscheiden, was Glück ist und ob ich unglücklich oder glücklich bin. Und wenn du das nicht kannst, weil verlernt hast, dann sind wir die richtigen Ansprechpartner mit unserem Team, mit den Kooperationspartnern. Dann bist du bei uns gut aufgehoben. Denn ich sage dir, und das stimmt, es ist schöner, glücklich zu leben, als unglücklich zu leben. Genau. Es gibt einfach mehr zu lachen und das Leben ist echt toll und es ist echt schön. Das ist super schön. Es ist jeder Augenblick schön. Ja. Und das ist Glück. Definitiv. Glück im Unglück. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst. Danke, wenn du es dir später anschaust. Danke, dass du uns so annimmst, wie wir gerade sind, weil wir einfach so sind, wie wir sind. Und da sind wir gerne, so sind, wie wir sind. Und wir machen diese ganze Arbeit auch übrigens sehr gerne. Auch wenn es manchmal, heute zum Beispiel, echt anstrengend war. Nicht dieses Gespräch mit dir, aber so manchmal ist es einfach auch zu viel. Deswegen, das könnten wir auch sagen, wir sind jetzt übrigens auch auf Urlaub. Ab Samstag sind wir offline. Sind wir offline. Ich plane Beiträge weiter und es gibt mein Kooperationsteam, unser Kooperationsteam, es gibt das Team generell und es gibt alles. Aber wir machen mal ganz viel glückliche Zeit am Meer, so wir noch raus dürfen und wieder rein dürfen. Naja, und die glückliche Zeit auf jeden Fall mit guten Freunden, die uns sehr wichtig sind, denn das ist auch Glück, gute Freunde zu haben. Oh ja. In diesem Sinne, hab Tschüss. Einen ganz, ganz schönen Abend und bis bald. Sei glücklich. Wir sehen uns hier auf diesem Kanal. Klick mal auf die Videobände. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss.